Hallo und herzlich willkommen zurück auf einer weiteren Folge, zu einer weiteren Folge hier auf der Map Hopfach im Landwirtschaftssimulator 17. Dabei ist wieder der Werner, der Ansgar und der Randy. Hallo! War das jetzt richtig? So, Sing mal weiter. Sollen wir die ganze Folge mal singen? Ja, würde ich schon. Gut, fang an, Ansgar, los geht's. Ich hatte tatsächlich als Kind ja Gesangsunterricht. Ja, ich habe Solo gespielt. Du hast ja auch Trompete gespielt, oder? Und das wollte er nicht. Geige und Bratsche habe ich auch mal gespielt. Hast du eine sehr musikalische Erziehung genossen? Offensichtlich, wa? Mhm, interessant. Durfte Musik immer in Musik. Ich bin's als Musiker. Sagen. Noten her. Durfte Musik immer noch immer nur die Triangel spielen. Hast du beim Keyboard immer die Kassette eingelegt, ne? Und dann auf Play. Ja, ja, das unter anderem auch. Aber wenn ich ein Instrument spielen durfte, dann nur die Triangel. Das habe ich falsch gemacht. Das wird auch oft unterschätzt. Also die Triangelspieler im Orchester sind wichtige Leute. Ohne die würde der Laden nicht funktionieren. Das Problem ist halt immer, ich habe den Stab dann dagegen gehauen, da hieß es nee und so und ein bisschen mit mehr Gefühl. Und am Ende habe ich dann nur noch in den Dreieck. Selbst das Triangelspielen doch falsch gemacht. Weißt du? Da habe ich dann drinnen noch rumgeklispert, bis es dann irgendwann mal hieß, es reicht jetzt, geh raus. Ja. Dadurch kam dann dementsprechend auch die 5 in Musik zustande. Nein. Doch. Also Musik, also schlechteste Fässer, die ich in der Schule, das wurde dann bei uns in der 10. Klasse Gott sei Dank abgeschafft. Die schlechtesten Fässer in der Schule, die ich hatte, war Sport und Musik. Sport, Musik, Kunst. Ich war bis jetzt der Meinung, dass es nicht möglich ist, in Musik eine 5 zu bekommen. Doch. Also ich habe dann schon einen Deal, also im letzten Jahr habe ich dann schon einen Deal mit dem Lehrer gemacht, dass ich im Musikunterricht hier solche Prüfungen schreibe, also hier solche Aufgabentexte da meine Noten drüber definieren zu lassen. Das wurde dann auch akzeptiert, da kam ich dann im letzten Jahr noch auf die 3. Aber davor sah das immer eher, nennt es mal, sehr schlecht aus. Bei Kunst das gleiche in Grün. Meine Kunstlehrerin hat es einfach nicht verstanden, wie man so, wie nennt man das, so grobmotorisch sein kann. Kreativ. Nee, grobmotorisch sein kann. Und auch so perspektiv. Los. Nee, perspektivlos ja auch nicht, aber so von der Ferne. Sorry. Ich habe das jetzt erst letztes Wochenende wieder gemerkt, wo ich mit den TT-Leuten auf der MTA war. Da gab es ja Stille Post extrem. Ne? Also da hat man solche Dinger und alles, findet ihr auf der Insta-Story, wo du halt so malen musst. Und wir haben ja nur da Shigo drin, die hat ja Game Design studiert. Und auch andere, die halt gut zeichnen können und die da in der Richtung halt was machen. Und da gab es ja, wenn so Aufgabe ist, ja, wie hier, was ich mal einen Stand, einen Straßenverkaufsstand, ja. Und ich versuche das immer aus der Perspektive von oben und zweidimensional. Ich krieg das nicht hin, so eine andere Perspektive zu wählen und ein bisschen dreidimensional zu denken. Ne? Das kriege ich halt einfach nicht hin. Und da kommen da manchmal, ich nenne es mal Zeichnungen raus, die musst du mit sehr viel Kreativität lesen, dass du verstehst, was damit gemeint ist. Okay. Jo. Was war denn so ein schlimmes Thema? Könnt ihr, also Garderol und Ansgar, könnt ihr gut zeichnen? Ich leider nicht. Also nicht. Vielleicht kennt jemand von euch das Spiel Activity. Ja. Da war ich immer so schlecht. Also so schlecht, ne? Wobei, da geht's ja eigentlich nicht darum, wirklich gut zu zeichnen, sondern sinnvoll zu zeichnen. Also da geht's ja darum, was zu erklären durch die Zeichnung, ne? Da geht's ja nicht darum, schön zu zeichnen. Nee, schon, aber wenn du halt das gut zeichnest und detailliert zeichnest, ergo, du solltest auch gut zeichnen können, dann ist halt einfacher für die anderen zu raten, ne? Ist das nicht eher Scribble.io? Was für ein was Kronk da immer mit seiner Gruppe da spielt, Scribble.io, das ist so online, da hast halt Dings, kriegst einen Begriff. Nee, das ist ein Brettspiel. Das ist ein Brettspiel. Also was heißt Brettspiel, aber es ist physisch auf jeden Fall. Oh, okay. Es ist, wie nennt man das, Partygame? Wie nennt man das? Ja, Partygame, das haben wir ja auch mal gespielt, Das haben wir ja auch mal gespielt. Nee, nur, Partygame. Damals, weißt du. Nur gespielt, hab ich gesagt. Weil wir sind ja das einzige Haus auf dieser LAN-Party, was nicht an den Turnieren teilnimmt. Das ist immer ganz lustig, ne, wenn die Leute dann so fragen, wieso, weshalb, warum, wozu. Und wir die Antwort drauf, man muss ja immer gegen den Strom schwimmen, ne? Wie, da ist eine MTA-LAN, also dann wird gezockt und ihr zockt nicht. Ja, also beziehungsweise ich bin da, also Dalu hat sein Laptop mit, Chico hat ihr Laptop mit, ich habe meinen Tower halt mit, weil ich keinen Laptop hab, wie jetzt Batman. Und, und am Ende, wir machen da nur Brettspiele, ja. Also Dings, Mau, Poker und alles so moderne Dings, was mittlerweile alles ist. Ja, Wahnsinn, was es mittlerweile an Gesellschaftsspielen gibt, dass ich die überhaupt noch verkaufen, wundert mich eher. Ich finde das gut tatsächlich.
Ja, ich bin totaler Fan von diesen Dingern. Ja, ja, und da räumt da du immer so gefühlt einen halben Teuser was leer vor so einer LAN. Und da wird halt alles so gespielt, was halt so geht. Und das machen wir so eigentlich nur. Zocken ist meist nur früh, so ein bisschen. Und ich, wenn ich halt, und ich habe einen Computer nur mit, um YouTube zu überwachen. Und ansonsten, oder im Kanal zu überwachen in dem Falle. Und ansonsten sind das nur Gesellschaftsspiele. Weil das Ding ist halt, wir treffen uns schon so selten, dadurch, dass wir überall in Deutschland verteilt sind. Wenn wir uns da mal treffen, dann noch vor der Kiste zu hängen, wisst ihr? Also von daher. Verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum du den nur mitnimmst, um YouTube zu überwachen. Lass dir doch diese App runter. Ja, aber es ist halt PC-technisch, ist das halt trotzdem. Ja, ist schon, keine Ahnung. Ne, ich weiß, es gibt diese Creator-App, aber wenn da mal wirklich was ist, gerade Thumbnail ändern und oder irgendwas anderes, das ja, kann gut. Ich von der App halt aus nicht machen. Oder es gibt halt so andere große Probleme. Deswegen schleppe ich die Kiste lieber mit. Und halt auch früh, wenn da noch nichts los ist und alles, da kannst du halt auch mal so ein Bild zocken, was die Internetleitung halt hergibt. Ne? Deswegen ist es schon gar nicht. Und Musik, ja, das geht zwar auch einfacher, ne? Aber ja, who cares, was willst du machen? Was man überhaupt sagen kann, man hat doch mal einen PC mit dabei, wisst ihr? Der Häcksler-Fahrradpause. Ja, ne, ja. Ich komme, aber ich muss ja, ich hab gedacht, ich fahr mal die ganze Runde, ich weiß ja nicht, wo du stehst. Warte, ich guck mal. Oh, hat ja doch, das hat sich eigentlich gelohnt, aber hier geht das so steil hoch. Ich fahr 10 km/h. Also, ich möchte mal kurz wissen, was für ein Missgeschick da passiert ist gerade. Ja, wir haben, also das war ganz komisch. Ist das noch nicht eigentlich die Aufgabe eines anderen Mitspielers, der nicht namentlich genannt werden will hier? Ja, schon. Und macht sich nicht ein anderer Spieler immer drüber lustig? Ich frag nur. Frag was für ein Freund, ne? Für jemanden, den du sehr gut kennst. Ja, ja. Ja, also Entschuldigung. Wir haben jetzt der eine John Deere, der war ja auch schon alt. Ja. Oh Gott, er ist weg. Ist der ein John Deere auch noch? Ein John Deere, du hättest das mit dem Kleinen machen können. Was ist passiert? Naja, ja. Hab halt. Ja. Es war halt Wasser da, ne? Nein, war halt. Ach so. Der Händler hat halt ich hab euch Spaß so aufmerksam zugehört und dann habe ich halt. Also, das war falsch. Es tut mir leid. Und was hast genau du denn jetzt genau gemacht? Falsch? Der ist halt weg. Der ist jetzt verkauft. Der ist jetzt im Treckerhimmel. Du hast den verkauft? Ja. Ach, du verarschst uns gerade. Nee, der Kontostand ist nach oben gegangen. Er macht keinen Scheiß, glaube ich. Wie? Ach, was mache ich jetzt? Ich habe gerade nichts zu tun. Ach, verkaufe ich mal den John Deere. Ja. Oder was? Da war der Tank auch nicht mehr voll, ne? Also der kann auch mal weg. Wolltest du nicht einen Tank für den Hof holen? Ah, jo. Das ist mir vorher schon spanisch vorgekommen, weil er solo losgefahren ist, weißt du? Ohne Anhänger und so. Ja, weil wir die noch nicht da unten hatten. Und ich wollte eigentlich die beiden Kleinen gegen den Großen tauschen, aber das mache ich jetzt noch anders. Also ja, solange du einen Plan hast, alles ja, gut. Ich hab ne? Noch, ja, jetzt habe ich wieder einen Plan, um das wieder gut zu machen. Wollen wir das Admin-Passwort ändern? Oh, shit! Oh, dein Nächste. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich bin mitten ins Feld reingefahren. Oh, Leute. Einmal mit Profis, ey. Ihr wisst schon, aber dass wir die nächsten 23.000 Folgen hier im Häckseln sein werden. Ja, du wirst dich immer wieder klingt an diese eine Situation erinnern, jede Runde. Was denn? Man kann ja auch mal durchtauschen, so ist ja nicht. Ja. Der Garderobe möchte, glaube ich, auch mal Häcksler fahren, da kann er wenigstens nichts verkaufen. Ja, solche Kommentare musste ich mir auch immer anhören, also. Schatz, nee, kommt der zurück. Hat das so fies hat er das nie gesagt. Nee, so fies hat er das nicht gesagt, das stimmt. Aber unterschwellig fies ist manchmal noch fieser als direkt fies. Ja, aber das ist nur deine Auffassung. Ja, das ist eine Meinungsbekundung jetzt. Die kann ich so nicht teilen. Ach so, du weißt, dass ich dich sehr gern habe und was wir so alles auch außerhalb von den Folgen austauschen, das will auch keiner wissen. Also bitte. Zum Beispiel Treckerbilder. Was? Nee, ist ein Witz. Ich weiß nicht, was da jetzt gemacht. Auf Kornhub hoch. Was? Das wär's. Es ist auf so vielen Ebenen falsch. Hier teilen wir die Bilder von Weizen, Gerste, Hafer und Roggen. Das wäre aber echt eine Idee, oder? Korn hat. Den Weizen aus NRW an. Boah. Als Traktor. Lass mal das Brain zu schnell. Kann man dann da auch Samen kaufen direkt, oder? Alter, dann so als Titel: geiler Mais aus NRW.
Ja, da auch. Geil, oder Hafer. Der reife Raps. Weißt du? Hochgeladen von Flotterbauer 93 ja. oder so. Ja, ja. Die Lache ist auch geil. Ich mag das, wenn Randy lacht. Ich habe viel gelacht während der MTA. Das kommen immer wieder lustige Dinge zustande oder lustige oder dumme Sprüche, whatever. Das ist schön. Das Problem ist, es kann ich in der Öffentlichkeit nicht stellen, aber ich kann es euch nachher mal erzählen. Bist du schnell, Randy? Ne, ich habe nur 11. 10? 10? Ja, dann hänge ich aber hin. Also das Problem ist, der braucht ja durch dieses hier Dings permanent so lange zum Anfahren. Ah, hier ist aber nicht viel drin. Du bist rückwärts reingefahren hier für das Silo, ne? Oder? Ja. Ja, beziehungsweise geradeaus rein, dann rumgedreht und dann wieder raus. Achso, ach, das geht. Das habe ich mich jetzt nicht getraut. Ja, doch. Da kann nichts passieren. Aber der gerade jetzt einen Traktor verkauft hat, ne? Was macht denn der jetzt eigentlich? Hast du jetzt echt ein schlechtes Gewissen, oder was? Du bist so ruhig. Ja, er hat mir doch vereinbart. Weniger, wenn ich mir Sachen nicht merken kann, nichts beitragen, hat man nur gesagt. Zwischen den Folgen. Also Ansgar hat das gesagt. So. Habe ich noch Mars? Oh ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach ja. Oh ja. Ja, an sich ist es die letzten, also in den letzten beiden Wochen relativ ruhig geblieben. Wir hatten ja 2 Wochen voraus aufgenommen, auch wegen Ostern und den ganzen anderen Spittel. Und in der Zeit gab es ja schon den ersten Beef dann mit Newstime und so, ne? Aber der war dann ja relativ schnell wieder vergessen. Und ansonsten ist eigentlich alles Dings, ne? Katja haben wir abgefrühstückt. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht so viel, ob ihr das vom Echo mitbekommen habt. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so, ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch absolut nicht weltbewegend gewesen. Das ist also Boulevard-Scheiße. Aber ansonsten. Haben wir noch eine Folge? Wir müssen ja eigentlich theoretisch eine mehr machen, weil wir ja eine weniger hatten, ne? Das ist jetzt die letzte. Das ist die mehr ist, ja. Achso, ja, ich bin voll. Ja, genau. Okay, nee, hier der DCP war da noch. Ja, ist da irgendwas Weltbewegendes passiert? Die Geschäftsführerin von Astracon war dort und hat gesprochen. Achso, ja, stimmt. Aber so weltbewegend, nee. Irgendwas vielleicht an der Stelle mal auf den Weg geben wird, auch wenn das niemand von den Verantwortlichen da hören wird. Liebe Gamester, wer schon einen Livestream auf YouTube macht, das ist in Ordnung. Aber entweder habt ihr bitte Mods in euren Chat, die das moderieren, oder schaltet den Live-Chat aus. Das war ja Krebs hoch 3, was man da lesen musste. Schlimm. Danke, Gamester. Danke. Krebs. Ja, aber Gamester ist ohnehin ein interessanter heißes Konzern. Pflaster, wenn es um Kommentare und so geht. Ich weiß. Mit YouTube brauchst du da nichts zu bringen. Da kommen Leute aus ihrem Loch gekrochen und die denken, ist alles klar. Also Plattform. So. Ich wollte noch jemanden grüßen. Darf ich euch grüßen? Ja, du darfst wen grüßen. Ich möchte den Chris Maximus grüßen. Der auch ab und zu die Folgen guckt, habe ich gehört. Jo, der hat, genau, Mist, das war jetzt gut, dass du noch dran denkst. Ja. Der hat relativ, also der hat in einer ETS-Folge war es, glaube ich, ein bisschen über dieses Projekt hier gesprochen, ne? Ja. Und der hat ja relativ, also der findet das, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, aber hat auch ein bisschen Kritik dran geübt. Habt ihr alle schon geguckt? Nein. Ich schon. Die Kritik würde mich interessieren. Ja, dann schaut euch das mal an. Okay. Vielleicht können wir die umsetzen. Ja, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen. Guckt euch das erstmal selbst an und dann besprechen wir das mal. Und vielleicht können wir da ja ein bisschen was von umsetzen. Ich fand es nämlich nicht schlecht. Aber auf jeden Fall danke. Für die Kritik. Kriegen wir noch einen Link. Habe ich ja schon in die Skype-Gruppe. Wenn ihr euch das nicht anschaut, kann ich ja nichts machen. Echt, Mann, ne? Ich Vorbereitung setzen 6. Wir hatten dann nur 16.000 Leitungen, die auf 200 Häuser vor allen Dingen auf 20 Clans aufgeteilt worden waren. Da habe ich noch eine Frage. Ich war nämlich auf der Website, weil ich mir nicht sicher war, ob ich noch wusste, was das war. Mhm. Am Ende habe ich herausgefunden, dass ich noch wusste, was es war. Aber da stand, dass das 16.000er Leitungen sind. Ja. Auf einer LAN-Party. Ja. Ist das richtig so? Das ist richtig so, ja.
Also nee, beziehungsweise da ist für, wenn du außerhalb sein willst, hast du halt eine 16.000er Leitung, die dort angebunden haben. Ansonsten brauchst du auf einer LAN-Party ja keinen Internetanschluss außerhalb, weil ja alles intern läuft. Mhm. Ja, okay. Und da haben die halt so dieses. Und was spielt man dann so für Spiele auf so einer LAN-Party? Die Turniere, die dir dort abhalten, ist alles Counter-Strike. Boah. Den größten Teil des Counter-Strike-Turniere war am Anfang ein bisschen Dota, ein bisschen LoL und alles. Aber ich glaube, der größte Teil, der da LAN-technisch läuft, also wenn du jedenfalls an den Turnier teilnehmen willst, ist Counter-Strike, Global Offensives. Und das läuft ja alles dann intern ab. Da das aber eh nicht mein Spiel ist, und also von der Allgemeinheit jetzt auch nicht so und alles, nehmen wir da halt einfach nicht dran teil. Es gibt nur genug, die kommen halt so und spielen dann ihre eigenen LAN-Dinger, die da halt so spielen kannst. Gerade solche, wir hatten im Haus gegenüber, glaube ich, hatten wir welche, die waren schon so Mitte 30, Ende 30, vielleicht sogar schon Anfang 40. Die haben Age of Empires im LAN gespielt oder so. Oh, sieht geil, dass es geht. Total cool, ja. Und alles, das Ding schon vor 15 Jahren. Und du hast da, also wir sind da so mit Mitte 20, Ende 20 sind da absolute Jungspunde. Also das sind wirklich so Ende 30, Anfang 40. Ja, LAN-Partys kenne ich auch nur von, also macht man das heute noch so richtig? Machen ja, die jüngeren selten, Leute ja, das noch? Aber es wird selten. Ja, aber nicht nur die Jungen. Ich war letztens auf einer LAN-Party, ey, da war ein Chef von einem Autohaus war dabei. Da waren Banker dabei, da waren ganz normale Leute, die du sonst nur im Anzug siehst. Da war auch ein Arzt der ansässigen Klinik hier, also da war komplett durchgemischt. Das hätte ich nicht gedacht. Anwalt war auch bei, glaube ich. Findest du alle Gesellschaftsschichten? Ob du so mit den Leuten quatschst oder ob du das am Auto siehst, da ist alles vertreten. Da war sogar ein schöner, so ein uralt Chevy, so 68er Baujahr oder so. Dickes Teil. Fahren Sie weit, hier gibt es nichts zu sehen. Ja doch, ich warte ja nur ab, bis Sie fertig sind. Beziehungsweise wir sind ja mit der Folge. Nee, ich meinte den Werner. Also. Der ist gerade durch das Loch gefahren. Aha, da war's wieder. Da war's. Wir sind fertig. Werner, du sagst Bescheid, wenn du keinen Bock mehr hast, ne? Also nicht, dass du jetzt böse Kommentare bekommst. Ey, Werner, mach mal was anderes. De-Abo, Dislike. Du häckselst ja was nur. Was willst du anders machen? Abfahren? Heute Traktor verkaufen. Festfahren? Achso, ja. Nee, dafür haben wir schon Fachmann. Okay. Aber vielleicht ab morgen. Ach, ich Mensch, mich ärgert das. Ja. Wo ist die hier? Oder muss man da erst irgendwie die befüllen oder so? Weil das kann nicht. Was meinst du damit? Weil hier ist das Tankstellensymbol. Da stehe ich jetzt vor, aber das ist keine Tankstelle. Oder müssen wir den Treibstoff hier unten erst wieder herstellen? Hatten wir das nicht schon? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich warte, ich fahre gleich mal. Ich mach den hier noch voll. Ja. Werner, ich mach den hier noch voll und fährt einfach weiter geradeaus. Ach, du bist schon. Ja, ich fahre schon mal. Das ist zu 90%. Ach komm, halt die Klappe da hinten. Das kann ja wohl nicht wahr sein, diese Aggression. Und Lichthupe so, Rückwärtsgang. Das kann ich nicht leiden, sowas. Da hat er Mittelfinger rausgehabt. Hallo, Mädels. Bevor wir hier. So, das ist aber jetzt Blödsinn ein aggressiver machen, können wir auch die Folge gewesen. Beenden. Ja, tschüss. Nein, Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und bis morgen. Tschüss. Okay, tschüss. Däumchen da lassen, bei den anderen vorbeischauen und bis morgen. Tschüss. Ich war, glaube ich.